Also ich bin die Heike Knoll, das ist mein Mann der Stefan Knoll und das ist die Hanna Knoll, 3 Jahre alt. Und für mich war es klar, auch wenn wir ein Kind haben, dass ich dann wieder zurück ins Berufsleben einsteige. Also uns war natürlich von Anfang an nicht bewusst, wie viel und wie läuft es und wie funktioniert es. Das haben wir dann erst Learning by Doing festgestellt, wie es dann abläuft. Nach meiner Aufgabe als Assistentin im Bereichsvorstand bin ich in geschäftsbereichsübergreifende Rolle gegangen und habe da eine Abteilungsleiteraufgabe für Vertrieb, Marketing und Kommunikation übernommen. Und während dieser Zeit kam dann auch Hanna auf die Welt. Nach der Geburt von Hanna bin ich dann in Teilzeit in meine ursprüngliche Stelle wieder eingestiegen. Was halt super toll war, war, dass es von meinen Vorgesetzten unterstützt wurde und ich somit meine ursprüngliche Stelle annehmen konnte. In dem Feld habe ich mich gut auskannt und somit war es für mich relativ einfach, was natürlich schön war. Und wir haben die Aufgabe dann ein bisschen anders strukturiert. Es kam einfach noch eine zusätzliche Person hinzu und somit konnte ich mich voll auf die Abteilungsleiterstelle konzentrieren und es hat prima geklappt. Es gibt über Bosch organisierte Pflegenester und da war Hanna 3 Tage in der Woche betreut. Dieses Betreuungsangebot im Pflegenest, das haben wir 3 Jahre wahrgenommen und mit 3 Jahren ist sie dann in den Kindergarten gekommen. Ich habe 3 feste Arbeitstage in Abstatt, also wo ich fest in Abstatt vor Ort bin und 1 Tag von zu Hause. Aktuell arbeite ich gerade für den Kunden Nissan, bin da im Vertrieb für neue Technologien und Innovationen zuständig. Und bei japanischen Kunden ist das so, dass das meiste Geschäft findet per E-Mail, Telefonkonferenz, Netmeeting statt. Und das kann man sehr gut auch von zu Hause organisieren, ob ich jetzt vom Büro mit Japan telefoniere oder ob ich das von zu Hause aus mache, spielt ja im Prinzip keine Rolle. Und das geht eigentlich sehr, sehr gut. Das funktioniert ganz gut. Natürlich kann man nicht jede Aufgabe, jede Führungsaufgabe in Teilzeit machen, aber ich denke, man kann vieles mit einem gewissen zeitlichen Einsatz, mit einem gewissen Engagement, einer gewissen Flexibilität von beiden Seiten, von Bosch und auch von dem Mitarbeiter, ist da sehr vieles machbar. Bei mir funktioniert es. Ich bin ganz glücklich, dass das so gut funktioniert. Mir macht Spaß und ich kann es mir nicht ohne vorstellen.